Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Zu dieser Buchpräsentation des Schwabe Verlags darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Harald S. Lier. Ich bin Programmleiter Literatur und Kulturwissenschaften des Schwabe Verlags. Und mein Gast heute ist Konrad Steinmann. Hallo, Herr Steinmann. Guten Tag, Herr Lehr. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, wir sprechen heute über Ihr Buch Nachklänge. Instrumente der griechischen Klassik und ihre Musik, Materialien und Zeugnisse von Homer bis heute, ein weites Feld, das Sie hier beackern. Und wir werden versuchen, gemeinsam ein wenig dieses Feld zu vermessen. Ich fange mal an mit dem ersten Satz des Buches. Musik ist eine schwer zu greifende Materie, schreiben Sie da. Deshalb möchte ich mich dem Thema etwas biografisch annähern. Woher stammt die Faszination für die Musik der griechischen Antike, mit der Sie sich lebenslang auseinandergesetzt haben? Es beginnt eigentlich sehr früh in meiner Jugend. Nicht die Musik oder nicht das Interesse an der antiken Musik, aber das Interesse an Antike an sich. Ich hatte viele Sagen gelesen, Sagen des klassischen Altertums von Schwabe oder von Gustav Schwab, nicht Schwabe, das ist jetzt ein Versprecher. Und als ich 9 war, habe ich beschlossen, ich werde Archäologe. Und damals habe ich mein Fahrrad genommen und bin mit Pickel und Schaufel in den Wald gefahren und habe versucht, ein zweites Ninive zu finden, ungefähr so. Und ich hatte meine ganze Jugend geplant, in Richtung Ausbildung zum Archäologen. Aus dem ist dann vorläufig nichts geworden. Ich habe dann mich doch für die Musik entschieden, aber doch das Kratzen an der Oberfläche. Dieses Interesse an was steckt dahinter, was steckt hinter einem Phänomen, was steckt hinter Bildern, was steckt hinter Tönen, was steckt hinter Instrumenten. Dieses Interesse hat mich nie mehr losgelassen und hält an. Also das sind die biografischen Hindernisse oder Hintergründe, die subkutan immer da waren und noch da sind. Ja, jetzt haben Sie sich der Materie der Musik der klassischen Antike ja in dem Buch mit einer Doppelperspektive angenähert. Einerseits wissenschaftlich, darauf kommen wir gleich noch, aber dann auch praktisch. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie nähert man sich der Musik der klassischen Antike praktisch? Ich muss vielleicht doch nochmal zurückgehen in meine Biografie sozusagen. Mit einem Instrumentenbauer hat mich dazu geführt oder hat uns dazu geführt, in verschiedenen Museen Instrumente zu sehen. So im British Museum in London, in anderen Museen in Apulien und anderswo. Da haben wir merkwürdige Instrumente gesehen, die da lagen. Das waren diese Doppelblasinstrumente der Aulos. Und das hat uns Wunder genommen. Was könnte das sein? Beziehungsweise, wie könnte so etwas klingen? Also der Ansatz war immer von der Prakt oder war zunächst von der praktischen Seite her. Im doppelten Sinn, praktisch in dem Sinn, dass der Instrumentenbauer das Instrument vermessen musste und eine Kopie herstellen musste. Und das zweite praktischerseits von mir her, dass ich dann schaue, was passiert mit diesen Instrumenten. Was für Töne gibt es so ein Instrument her? Und mit einer größten Unvoreingenommenheit, das war eigentlich daran heranzugehen, das war das Grundprinzip, ohne zu wissen, was muss passieren eigentlich. Das heißt, Sie sind sozusagen über die Artefakte, an die haben Sie sich dem Thema genähert, aber das hat ja dann nicht ausgereicht, sondern Sie sind ja dann in einem weiteren Schritt, so stelle ich mir das vor, auch theoretisch an die Musik herangetreten. Also es ging immer parallel eigentlich. Es hat sich nicht, das eine hat sich nicht vom anderen gelöst. Das Praktische ging immer weiter, hat sich verfeinert. Und dazu kam dann natürlich das Interesse, ja, was berichten die Alten, was berichten die Griechen darüber, was hat man später
darüber gedacht. Also das größte Kapitel in dem Buch ist eigentlich die Rezeptionsgeschichte. Und damit habe ich angefangen und habe mich dann verglichen mit meiner eigenen Erfahrung und habe gesehen, ja, woher haben die ihre Informationen gehabt? Ich möchte mal wirklich zurückgehen an die primären Quellen, wenn man dem sagen da, so sagen kann, und habe mich dann angenähert dem Schrifttum oder des Schrifttums von Homer eben bis 400, bis, sagen wir, Platon. Und diese Zeit, interessanterweise, gibt es keine theoretischen Hinweise oder nur Beschreibungen, wie klingt ein Instrument, wie süß oder wie schrill oder was weiß ich. Und das ist auch die Zeit, die uns interessiert hat und mich interessiert. Und aus der Zeit auch die Instrumente erhalten sind, die wir vermessen haben. Mhm. Und die dann Grundlage wurden zu einem Neufinden von Musik. Ja, Sie sprechen ja davon, dass es logischerweise keine Wiederaufführung sein kann, denn es sind ja keine Tonzeugnisse auf uns gekommen, sondern es ist ein, ja, so eine Art Reenactment, der Versuch, also die Musik wieder erstehen zu lassen. Wie habe ich mir den Weg vorzustellen von den schriftlichen und bildlichen Zeugnissen zu einer Aufführungspraxis, die Sie dann ja mit Ihrem Ensemble aufgeführt haben oder immer noch aufführen? Ja, genau. Also einerseits das Vergleichen von Abbildungen, sei es auf Vasen oder Grabmälern, aus verschiedenen Zeiten verschieben sich die Abbildungen, verschieben sich die Handhaltungen. Interessanterweise zwischen vielleicht 520 vor Christus und 490, wenn man die Abbildungen anschaut, die entsprechen einer Realität in einem ungewöhnlichen Maße. Nämlich so, dass wenn man diese Bilder hoch auf Lebensgröße hinauf multipliziert und dann ausmisst, die Hände ausmisst, wo liegen diese Hände auf einem Aulos, auf einem Instrument, und wie groß ist der Fingerabstand, dann sehen wir, dass der Abstand genau dem entspricht, wie sie in Wirklichkeit waren. Mhm. Also das eine unglaubliche Exaktheit. Das ist aber nur eines. Stellen Sie sich vor, auf dem Aulos, man hat also in jeder Hand ein Instrument. Ich muss das Instrument selber halten. Es gibt 6 Löcher eigentlich auf dem klassischen Aulos, aber ich kann ja nur 3 oder 4 Löcher gleichzeitig decken. Das heißt, das sind 4, 5, höchstens 5 Töne, links und rechts. Mhm. Also die Anzahl Töne ist sehr beschränkt. Mhm. Jetzt, wenn ich, das ist das eine, das kann ich Musik akzeptieren. Jetzt denke ich, es gibt, der Rhythmus spielt eine hervorragende Rolle, eine ganz besondere Rolle. Nicht nur vom Text her, aber auch in der Musik. Ich denke, wenn der Vorrat an Tönen so gering ist, dann muss es zu formelhaften Figuren gekommen sein. Das war eine Prämisse, von der ich ausgegangen bin und die ich spielenderweise so auch erfahren habe. Ich kann nicht alles spielen, ich kann keine groß ausholenden Melodien spielen. Der Rhythmus spielt eine ganz entscheidende und primäre Rolle. Und dann, so bin ich zu Formeln gekommen eigentlich. Mhm. Und etwas, was ich nicht beweisen kann, aber in dem Zusammenhang mit Formeln, dass gewisse Formeln, gewisse Rhythmen mit gewissen Tonabständen zusammenhängen könnten. Also, dass ich nicht mit jedem Halbton, jedem Ganzton beliebig mit einem Rhythmus verbinden kann. Das war eine interessante Erfahrung. Und dahingehend habe ich dann auch bei Platon das so interpretiert, wenn Platon sagt, dorisch, diese dorische Art, wir übersetzen häufig dorische Tonart, das ist ein bisschen voreilig. Wenn ich jetzt sage, eine auf dorische Art, dann bin ich eigentlich sicher, dass er nicht nur abstrakte Tonabstände meint, so wie wir das von Tonarten oder von Tonleitern gewohnt sind, aber dass er auch vielleicht Melodien oder rhythmische Modelle im Kopf hat. Und das ist eine interessante Geschichte, die sich in der Praxis irgendwie bestätigt. Mhm.
Was ist das aber nur das eine und der andere Zugang zu einer Musik eben oder Rhythmus und da kommt der Text ins Spiel oder Texte, Lyrik ins Spiel von Dramen oder eben von Gedichten, die gesungen wurden, die sind alle rhythmisiert. Also man weiß genau, welche Silbe ist lang, welche Silbe ist kurz. Da gibt es eine Abfolge auch Formen, sagen wir mal, rhythmischen Figuren. Das ist auch interessant. Und natürlich, und da gibt es noch Akzente. Die Akzente in der griechischen schriftlichen Sprache, die geben meiner Meinung nach oder der allgemeinen Meinung nach Hinweise auf Bewegung. Geht es aufwärts, ist ein Acutus oder ein Gravis oder ein Zirkumflex, Umspielungen eher abwärts, eher aufwärts. Ich versuche mit diesen Elementen zu spielen. Ob das jetzt genau so war damals, das kann ich nicht sagen. Ich kann von Klängen ausgehen, die so waren. Ob die Ausformung der Musik genauso war. Ich benutze auf eine Art Kochrezepte. Und man nehme so und so viel Gramm Safran und so viel. Und bei jedem kommt es ein bisschen anders raus. Ja, und das Faszinierende ist ja, dass Sie neben den Quellen und Artefakten aus der antiken Zeit eben auch in dem Buch erzählen, wie Sie mit Ihrem Freund Herrn Reichlin und seiner Frau zusammen diese Instrumente nachgebaut haben oder nachbauen, also praktisch sozusagen, um die griechische Musik tönen zu lassen, natürlich nicht die Instrumente aus dem Museum benutzen konnten, sondern Instrumente nachbauen mussten. Können Sie da mal ein Beispiel erzählen, wie habe ich mir das vorzustellen? Sie sind im Museum, sehen ein Instrument, vermaßen es und wie geht es dann weiter? Darf ich Ihnen vielleicht die schönste Geschichte überhaupt Sehr erzählen? gern. Und die nirgends fotografiert oder sonst festgehalten und die bleibt nur in meinem Kopf. Eine sehr schöne Geschichte. Es geht zurück auf den ersten Museumsbesuch ins Ägyptische Museum in Berlin. Da hatten wir Gelegenheit, nicht ägyptische Instrumente auszumessen aus der Zeit von Tutankhamun. Neues Reich, 13, 1400 vor Christus. Da gab es eine große Gitarre, so etwas, oder Kinnor, ein Saiteninstrument, aber auch ein kleines Blasinstrument, das heute Argul heißt. Ein Instrument, ich habe ohne Mundstücke, da haben Mundstücke gefehlt, zwei Mundstücke, Doppelblasinstrument. Ich habe dann doch vorbereitet Mundstücke mitgenommen, habe darauf gespielt, ein paar Töne. Der Reichlin hat das Instrument nachgebaut und darauf habe ich zu spielen begonnen. Wir wurden im Nachhinein oder im Anschluss daran eingeladen zu einem Kongress in Kairo und wir haben eben unsere Vorgehensweise vorgestellt. Man kopiert, man macht einen Nachbau von einem Instrument, versucht, Töne zu finden, Formen zu finden, so wie ich es vorhin dargestellt habe. Das war das eine. Ich wusste aber auch, dass es noch heute vergleichbare Instrumente gibt, die gespielt werden. Magruna, Argul heißen die. Und dann habe ich die Pro Helvetia, diese Kulturvermittlungsbüro, die haben eine Filiale in Kairo, habe ich sie gebeten, ob sie einen Argul-Spieler finden können. Ich hatte ein Projekt im Kopf, verschiedene ähnliche Instrumente zusammenzufügen in einem größeren Projekt. Und dann haben sie also jemanden gefunden und der hat aus seinem langen Mantel einen Plastiksack geholt, aus diesem Plastiksack sein neues Instrument, das hat er eine Woche zuvor gekauft irgendwo und er beginnt zu spielen. Wir haben alle zugehört. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt spiele ich einmal auf meinem Instrument. Und dann hat er wieder gespielt. Und es schien mir schon, dass die Töne ziemlich ähnlich waren. Gut, dann haben wir also sofort zusammengespielt. Es klang wie aus einem Guss. Die Töne waren genau dieselben. Jetzt muss man sich vorstellen, ich komme mit einem Instrument, ein exakter Nachbau eines 3.500 Jahre alten Instruments.
und der hat ein nigelnagelneues Instrument dabei. Und das ist dasselbe. Ja. Also es gab wie keine Vergangenheit. Alles war nur noch Gegenwart. Und das war für mich ein schockierendes Erlebnis. Die Zeit war weg. Es gab keine Vergangenheit, die spielte keine Rolle mehr. So wie ja die Musik auch immer in der Gegenwart stattfindet. Selbst wenn wir eine Konserve hören, es ist ja immer, die Musik spielt ja immer in der Gegenwart. Und insofern war dann die Zeit wirklich aufgehoben bei diesem Erlebnis. Genau, so war es, ja. Wunderbar. Und dann habe ich mir aber dann hinterher überlegt, ja, warum hat mich das so schockiert? Oder beziehungsweise, warum sollte man uns das nicht schockieren? Ich habe dann natürlich, das Material der Instrumente war dasselbe, das Schilf. Schilf vom Nil, vom Nilufer. Die Hände, die er braucht, die gleichen sich wahrscheinlich den Händen eines pharaonischen Spielers und so weiter. Und die Tonfabrikation ist dieselbe. Also ist es eigentlich logisch, dass das etwas Vergleichbares rauskommt. Und trotzdem denken wir so in verschiedenen Kategorien. Etwas ist vergangen und ist unwiderruflich vergangen. Und diese Denkweise, die hat nicht mehr funktioniert. Das war wirklich interessant. Und wenn wir das Ganze jetzt zum Abschluss noch einmal zusammenbinden, so ist es ja dann auch so, dass mit Ihrem Buch sozusagen die Aktualisierung, soweit das heute möglich ist, also die Möglichkeit, die Quellen zusammenzubringen und auszuwerten mit dem Ziel einer ja, musikalischen Vergegenwärtigung, eines Nachklingens, wie Sie das wunderbar nennen, tatsächlich gegeben ist. Also der Beweis dafür, dass die Möglichkeit besteht, über die Trennung der Zeit hinweg die klassischen Töne, soweit wir das uns überlegen können oder soweit wir das denken können, wieder zum Tönen und zum Klingen zu bringen, ist damit möglich. Ich glaube, es ist tatsächlich möglich. Ja. Das gilt auch für die Saiteninstrumente. Wenn man die Materialien benutzt, die man schon damals benutzt hat, ein Schildkrötenpanzer als Resonanzkörper, man nimmt Darmsaiten, man biegt die Arme, wie wir es abgebildet sehen, dann müsste etwas Vergleichbares rauskommen wie damals. Das ist ein faszinierender Einblick in Ihr Buch Nachklänge, Instrumente der griechischen Klassik und ihre Musik, Materialien und Zeugnisse von Homer bis heute, das im Schwabe Verlag Berlin-Basel erschienen ist. Wir sprachen mit Konrad Steinmann, dem Autor des Buches, der uns Einblicke in seine Forschungen und in die Praxis des musikalischen Vergegenwärtigungs antiker Klänge gegeben hat. Lieber Herr Steinmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Herr Lehr, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Zuhören, für Ihr Interesse.